Hallöchen zusammen, ich bin Farah vom Hundekanal von Nomi und in diesem Video erzähle ich dir, worauf du beim Kauf von Welpenspielzeug achten solltest. Was gibt es überhaupt für Spielzeug und welche Anwendungsgebiete gibt es? Viel Spaß! Ich werde als Struktur die Anwendungsgebiete des Spielzeuges nehmen und mich daran orientieren. Mein erster Tipp ist allerdings, diese Anwendungsgebiete auch im Alltag einzuhalten. Zum Beispiel wird mit Kauspielzeug nicht gezerrt oder ein Spielzeug zum Zerren wird nicht apportiert. Das kann Welpen helfen, ihre Aufgabe, die man dann in dem Moment von ihnen möchte, leichter zu erledigen, sozusagen, weil sie nämlich diese Aktivität mit dem Spielzeug verbinden. Aber es kann zum Beispiel sein, dass wenn jetzt dein Welpe diesen Knochenkong nur zum Kauen kennt und du möchtest mal, dass der Welpe, wenn er das auch noch nicht so perfekt kann, dass er ihn dir bringt und apportiert, dann kann es sein, dass dein Welpe das nicht versteht oder nicht so gut umsetzt, weil er das einfach eher mit Kauen assoziiert. Und dann setzt er sich hin und kaut daran rum, aber bringt es dir nicht. Gerade zu Beginn kann es also einem Welpen helfen, eben diese klaren Kategorien und diese klaren Anwendungsgebiete einzuhalten. Beginnen wir mit dem Spielzeug zum Kauen. Ich finde es ganz wichtig, dass der Welpe immer etwas zu kauen hat. Das ist ein Grundbedürfnis und bei Welpen ist es besonders ausgeprägt, weil das manchmal auch so einen Schnullercharakter haben kann, aber auch, weil natürlich irgendwann die Zähne ausfallen. Und dann kann es sein, wie beim Baby, dass das so ein bisschen wehtut und auch ein bisschen juckt. Und da hilft Kauen ganz besonders. Auch beim Erwachsenenhund finde ich es dann auch nochmal wichtig, unterschiedliches Material zur Verfügung zu stellen. Das Kauen hilft auch dabei, die Zähne zu reinigen. Und ich denke, da ist einfach mal wieder Abwechslung Trumpf. Was den Welpen vom fertigen ausgewachsenen Hund unterscheidet, ist natürlich erstmal die Größe, das heißt auch die Körperkraft. Da kommt es natürlich auch sehr auf die Rasse drauf an, denn ein Havaneser-Welpe ist einfach grundsätzlich schon mal kleiner und schwächer als jetzt von einer Bulldogge oder Rottweiler oder ein Schäferhund. Doch was alle Welpen gemeinsam haben, sind die Milchzähne. Und darauf sollte man zu Beginn eben auch achten. Wenn du deinem Welpen also Kauspielzeug überlässt, dann sollte das nicht zu hart sein. Es gibt zum Beispiel Kongs in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt die für ganz große und auch schwere Hunde mit einem starken Kiefer, aber es gibt die halt auch in ganz klein und aus einem weicheren Gummimaterial, sodass es leichter zu kauen ist. Zum Thema Milchzähne hatte ich mir halt damals gedacht, ja, dass es ja irgendwie ganz praktisch wäre, wenn es dann etwas zum Kauen gibt, was das Zahnfleisch so ein bisschen massiert. Und da habe ich dieses Ding gefunden. Das gibt es sicherlich in ganz unterschiedlichen Ausführungen und Möglichkeiten. Hier ist jetzt noch so ein Seil dran, sodass man da auch so ein bisschen mit spielen kann. Das kommt halt wieder auf den Welpen drauf an. Aber grundsätzlich fand ich einfach diese Idee dieser Zacken und dieser Spitzen gut, um eben das Zahnfleisch schön massieren zu können. Was ich auch gut fand für den Welpen, war so eine Wurzel. Die wurde als Welpe sehr gerne genutzt. Die ist einfach ein bisschen was weicher, hat auch eine andere Struktur als Knochen. Das Gute bei diesen Wurzeln ist, und das ist eben auch der Vorteil zum Holz, zum Stock, dass die eher krümmeln und nicht so splittern wie manches Gehölz. Ich sprach gerade schon vom Apportieren und da gibt es für Welpen natürlich in der passenden Größe auch solche kleinen Dummies. Das ist jetzt zum Beispiel einer, der ist wattiert, da ist nichts drin, da kommt kein Futter rein, sondern der ist einfach nur zum Apportieren gedacht. Die Alternative dazu mit Futter ist dann eben so ein richtiger Dummy. Wir hatten den von Anfang an für sie, da kommt Futter rein und dann wird dieser Dummy entweder geworfen oder versteckt und er wird eben apportiert. Und als Belohnung kriegt der Hund dann aus diesem Dummy sein Futter. Ist einfach eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit. Kennt bestimmt jeder von Martin Rütter. Der ist ja irgendwie so der Dummy-Typ, sage ich jetzt mal, für jedes Problem einfach der Futterdummy. Übertrieben gesagt. Ich finde dieses Prinzip auch super. Und es wurde auch immer sehr gerne genutzt und kann halt auch schon als Welpe genutzt werden. Auch wenn Numi ein kleiner Welpe war, war das trotzdem völlig in Ordnung. Man tut da ja keinen Stein rein. Und hier ist eben zum Beispiel auch der Fall, das wird dann einfach immer nur zum Apportieren genutzt. Damit wird nicht gekaut, damit wird nicht anderweitig gespielt.
Zuletzt gibt es dann natürlich noch das Spielzeug zum Zerren oder so für das interaktive Spiel. Und da habe ich mal damals schon diese Krake geholt, auch von Kong. Das heißt, hier sind zwei kleine Gummibälle drin, auf denen auch sehr gerne rumgekaut wurde. Ja, man sieht, das ist schon ein bisschen fertig, muss man schon sagen. Also hier ist ein Loch drin, hier ist noch ein Loch. Das wurde sehr gerne genutzt, so wie dazu. Da kann man schön was mit machen, ne? Also da kann man den Hund halt schön mit animieren, abseits vom Quietschi, sage ich jetzt mal. Also alles, was halt so ein bisschen flattert, ne, das weckt natürlich auch den Jagdtrieb. Was aber beim Zerren ganz wichtig ist, ist eben bei den Milchzähnen wieder nicht zu stark zu zerren. Also wenn der Hund richtig Gas gibt und du richtig Gas gibst und da richtig gezerrt wird, kann es halt sein, dass da ein Zähnchen mal auf der Strecke bleibt. Das ist natürlich nicht weiter schlimm, aber ich finde, man sollte da durchaus ein bisschen Rücksicht in dieser Zeit nehmen, damit die nicht zu früh ausfallen oder vielleicht sogar sich richtige Wunden und Entzündungen bilden. Da also ein bisschen aufpassen, gerade wenn das eben solche Seile sind. Das ist jetzt eins, was ich selber gemacht habe, das ich von der Größe her perfekt für Nomi auch jetzt im Endstadium finde. Aber ja, hier sind extra eben diese zwei Knoten, damit sie so ein bisschen mehr hat zum Reinbeißen, aber damit wird halt wahnsinnig gerne gezerrt. Aber da sollte man einfach ein bisschen aufpassen, gerade diese Seilstruktur neigt dann eventuell dazu, ein bisschen hängen zu bleiben. Und ich finde, da sollte man einfach nur Rücksicht drauf nehmen. Beim Thema Hundespielzeug, gerade wenn man einen Welpen zu sich nimmt, kommt man ganz schnell dazu, aus Versehen oder auch mit Absicht diese Quietschis zu kaufen. Und es ist ein Krieg, möchte ich fast sagen, da draußen im Gange, ob die jetzt gut sind oder ob die schlecht sind. Ob die den Jagdtrieb des Hundes steigern oder ob sie ihm helfen oder was weiß ich. Ich persönlich, und das ist nur meine persönliche Vorliebe, ich mag dieses Quietsche nicht. So einfach. Ich finde das auf Dauer extrem nervig. Das heißt, ich will das einfach nicht in meiner Wohnung. Ich will das nicht den ganzen Tag hören. Ich glaube nicht, dass Quietschis jetzt den Jagdtrieb des Hundes so in die Höhe treiben, dass der Hund zum Jagdhund mutiert und nie wieder auf dich hört. Aber ich kann mir vorstellen, dass Welpen, die einfach noch stark dazu neigen, auch Menschen anzuknabbern und zu beißen und Futter nicht so zart aus der Hand nehmen und auch beim Spielen einfach so ein bisschen gröber sind, dass die durch dieses Quietschen noch mehr animiert werden, zuzubeißen. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass das in diesem Fall ein bisschen negativer sein könnte. Ansonsten finde ich, wenn da die sonstige Erziehung drumherum stimmt, why not? Wie gesagt, mich nervt es halt einfach total. Was mich allerdings an diesen Quietschis eben auch stört, ist, dass der Hund sich damit alleine beschäftigt und auch alleine befriedigt. Er spielt ja mit der Beute, bis sie sozusagen tot ist und hat dadurch natürlich eine starke Befriedigung. Und das findet dann sehr häufig ohne den Halter statt. Das würde ich so ein bisschen negativ sehen. Aber ja, ich finde, es ist wichtig, auch als Mensch zu verstehen, dass Spielen etwas Interaktives ist. Und ich finde es auch wichtig und für den Welpen hilfreich, wenn er versteht, dass manches Spielzeug halt einfach zusammen benutzt wird. Und dass dafür eben manche Kauspielzeuge und Kauutensilien, dass er sich damit auch eben selber befriedigen kann. Das soll er ja. Er soll ja diesen Kautrieb befriedigen dürfen. Aber ich finde es halt auch gut, dass der Welpe eben versteht, zum Beispiel, hiermit wird einfach nur zusammengezerrt, hiermit haben wir zusammen Spaß und das ist einfach was Interaktives. Es gibt natürlich zuletzt eben noch das Spielzeug, was einfach darauf ausgelegt ist, dass der Welpe oder der Hund daraus Futter bekommt. Also solche Futterbälle, wo man entweder Futter reinklemmen kann, gute Leckerchen als Belohnung oder auch, wo man Trockenfutter reinfüllen kann. Damit sollte man natürlich auch vorsichtig umgehen, finde ich, dass da der Hund nicht total darauf fixiert ist und es nichts anderes mehr gibt. Das ist bei jedem Spielzeug wichtig. Ab und an kriegt Nomi auch mal zum Beispiel so einen Ball mit ihrem Trockenfutter drin und dann darf sie sich den ein bisschen hin und her rollen. Ich finde das in Maßen völlig in Ordnung, solange der Hund nicht damit, ich sage jetzt mal, abgeschoben wird. Na, also, dass man sagt, na komm, der kann jetzt seinen Ball rollen und dann war es das für heute. Ich finde, man sollte trotzdem so ein bisschen abwägen, wie viel der Hund dann eben dort alleine Zeit mit verbringen sollte. Natürlich steht auch immer der Spaß im Vordergrund und da ist jeder Hund unterschiedlich. Wenn dein Hund zum Beispiel nicht so sehr auf Zerrspiele steht, dann mag er vielleicht das Apportieren besonders. Probier dich da einfach aus. Es muss übrigens nicht immer das teuerste Spielzeug sein. Sehr gut sind auch Stofftiere,
die für Babys zugelassen sind in Deutschland. Denn die haben Richtlinien, dass zum Beispiel keine verschluckbaren Kleinteile festgenäht sein dürfen. Und da wird man häufig günstiger fündig als jetzt, ich sag mal, in einem Fressnapf, wo man auch schon mal 10 Euro für so einen kleinen Teddy hinblättern muss. Natürlich sind diese Sachen für Hunde gemacht. Das heißt, man sollte davon ausgehen, dass sie auch länger halten. Aber wenn du vielleicht einen Welpen hast, der eh nicht so zerstörerisch ist, Nomi hat zum Beispiel von uns noch nie etwas wirklich kaputt bekommen, dann kannst du genauso gut auf IKEA-Stofftiere setzen. Die gibt es auch in ganz, ganz klein teilweise und die kriegst du für 1 Euro und dann ist gut. Wenn dir dieses Video gefallen und geholfen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben, da freuen wir uns sehr. Wenn du noch mehr von solchen Videos sehen möchtest und unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt schnell nach. Wir freuen uns sehr über dein Abonnement. Und außerdem, wenn dich das auch zusätzlich interessiert, machen wir wöchentlich, fast wöchentlich, einen Vlog aus unserem Hundealltag mit Havaneser Dame Nomi. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit deinem Welpen, genieße die Zeit und viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Video.